Ey Leute, was geht? Ihr seid ja wieder da. Hä? Wie bin ich denn auf das Basketballfeld gekommen? Was mach ich denn hier? Alter! Hä? Was hast du denn gewonnen? Ja, ich hab noch keine Basketball gespielt. Das ist so cool. Was? Wer hat Basketball gespielt? Hä? Ich hab doch gerade hier. Ich bin doch gerade hier aufgewacht, Alti. Wir haben doch gar kein Basketball zusammen gespielt. Ja, doch, ich gewinne. Hä? Das hätte ich doch gewusst, wenn ihr Basketball gespielt hätten, Alti. Hä? Ich hab nur geträumt, dass ich Basketball gespielt habe, aber als ob ich da wirklich Basketball gespielt habe. Ja, das ist einfach mega cool gewesen. Hä, als ob ich mittlerweile... Ich schlafwandle einfach und spiele Basketball. Leute, wo gibt's das denn? Hä, das kann ich ja kaum glauben. Ich hatte ja einen verrückten Traum, dass ich mit dir Basketball gespielt habe. Aber ich habe echt nur gedacht, dass es nur ein Traum geblieben wäre, Alter. Hat es Schaff da mitgespielt? Ja, nee. Ha, das ist ja blöde. Hey, Schaf, warum willst du nicht mit uns mitspielen, Alter? Wir hätten auch gerne einen dritten Mitspieler vertragen können. Das wäre mega, mega cool geworden, hättest du mitgespielt. Nächstes Mal bist du aber bitte dabei, okay? Alter, IT. Aber ohne Witz, ich bin doch mega fertig vom Schlafen einfach. Dadurch, dass ich ja im Schlaf Basketball irgendwie gespielt habe. Lass mal irgendwas anderes machen oder so. Oder sollen wir noch eine Runde kurz spielen? Einen Korb werfen oder so? Weiß nicht, wenn du kannst, ja. Okay, Alter. Du musst verteidigen, okay? Okay, Alter, der Korb ist mega hoch. Ich bin gar nicht so groß. Alti, nicht auf den Boden legen. Wir sind ja im Basketball. Komm her. Komm her. Komm du her. Los. Komm doch her. Hä? Alter, Alti, lass mir doch mal eine Lücke, wo ich durch kann. Komm. Auf geht's. Ich hab keine Lücke. Und. Zack. Nein, der ist aber dagegen gegangen. Oh mein Gott, war der Korb schlecht, Alter. Ich habe einfach so schlecht getroffen, als ob. Alter, das war ja fast ein Korb. Warte, lass mich auch nochmal. Bitte, ich will auch nochmal probieren. Okay, warte, ich spring drauf, ich versuch's. Und zack, ich mache jetzt mal den Soundtrick. Achtung, und zack. Nein, Alter, ich bin kein Michael Jordan heute. Kein Minecraft Jordan, Mann. Leider, leider nicht. Schade, Schokolade. Wäre nice, wenn das geklappt hätte, Alter. Aber, Alter, IT, warst du eigentlich mal wieder bei deiner Oma essen neulich? Ja, Oma Roswitha, ne? Alter, cool. Alpha hat mir mal erzählt, dass die mega, mega gute Pizza macht. Und ich würde die auch mal mega gerne probieren, Alti, Alter. Ja, wenn die nicht so weit wegbauen würde, würde ich da auch einmal hingehen. Ja, aber das Zug kostet das Zugticket zu viel, oder was? Oder ist es so weit weg, oder wie ist das? Ja, das ist weit weg und ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Alter, ich will da auch mal hin, Alti. Ich habe eine Idee, Alti. Was denn? Alti, ich habe eine Idee, Alter, das habe ich schon mal gehört irgendwo. Du weißt ja, es kostet ja so, Alter, wie viel Dias kostet eigentlich die Zugfahrt dahin? Ja, bestimmt 50 Dias. 50 Dias, Alter, heftig, Mann. Aber, Alter, ich habe eine andere Idee. Der Postbote, warte. Ja, aber ich weiß gar nicht, wie man da... Moment mal. Was denn? Ja, guck mal, wir können uns einfach in ihren Postkasten machen. Stimmt, wir können uns einfach per Post verschicken, Alti. Alter, wie nice ist das denn? Das wäre mega, mega cool. Vielleicht kommen wir dann zu deiner Oma. Also, Alti, wir machen das jetzt. Du bereitest die 10 Dias und das Paket vor bei dir vor dem Haus und ich komme dann gleich bei dir vorbei, okay? Ja, der Plan ist einfach bombensicher. Alter, das ist echt, denke ich mal, bombensicher. Okay, geh du schon mal vor, ich gehe noch kurz hinter. Alter, Leute, das ist ja mega heftig, Mann. Wir wollen uns einfach per Post zu Oma, zu Altis Oma verschicken, weil die einfach die beste Pizza anscheinend in ganz Minecraft macht. Und ich würde die mega gerne mal probieren, aber Leute, 50 Dias für die Zugfahrt kann ich halt einfach nicht aufbringen. Aber vielleicht geht's ja auch so. Aber was wollte ich nochmal machen? Na genau, ich wollte ja noch in Alphas Haus gehen und mir noch einen Snack gönnen. Der hat ja sicher nichts dagegen. So, ein bisschen Proviant mit auf den Weg nehmen. So, nehmen wir mal hier einen Fisch mit. Fisch ist immer gut. So, machen wir zu. Also, auf geht's. Okay. Alter, ich komme jetzt dazu. Hast du das Paket vorbereitet? Ja, warte noch ganz kurz. Okay, ich warte noch. Aber Alter, beeil dich, weil der Postbote, ich glaube, der holt gleich das Paket ab. Ist schon fast 16 Uhr. Das heißt, dass der Postbote bald kommt. Ja, aber ich glaube, Moment, ich muss hier noch ein bisschen rumwerken. Ah, da ist ja sogar Bufino. Hi, was geht? Ja, ich bin fertig. Alter, Bufino, okay, der ist gerade in sein Haus gegangen. Okay, okay. Alter, was ist das denn da oben? Ist das eine Heizung? Ja, komm mit, ich zeig's dir. Ich hab hier ein bisschen gebastelt. Alter, sieht das krass aus, das Paket. Guck mal, hier ist eine Antenne, damit wir reden können.
Oh mein Gott, ist das cool, Alter. Hier ist eine Heizung, damit dir warm ist. Alter, gehst du mit eigentlich zu deiner Oma? Gehst du mit rein, IT? Nee, das schaffst du schon allein. Das ist bombensicher, der Plan. Okay, das mache ich dann. Da ist Profiler, der guckt schon ganz blöde, was wir da machen, Alter. Der weiß auch nicht so, was wir vorhaben. Der denkt sich bestimmt so, oh mein Gott, ist das ein dummer Plan. Aber wer ist denn, Leute? Ich finde den Plan mega heftig. Ich habe sowas noch nie gemacht, Alter. Okay, IT, ich gehe jetzt rein. Okay? Und? Ja, machst du die Klappe zu? Bring das gleich zur Parkettstelle. Okay, mach das. Danke, IT. Alter, okay. IT hat das echt gemütlich hier drin gemacht. Ich muss sagen, es ist echt mega, mega warm hier drin. Alter, Alter, ich merke schon. Alter. Hörst du mich? Ja, ich höre dich, IT. Ich höre dich. Ja. IT, ich höre dich. Alles gut. Bring das jetzt zur Parkettstation. Okay, danke, IT. Mach das, Alter. Ich merke schon. Oh mein Gott, Alter, hier ist ziemlich wenig Platz. Gebt euch das mal, Leute, wie eingeengt ich hier bin. Oh mein Gott, aber ich bin ja relativ klein, deswegen ich passe hier sehr, sehr gut rein. Es ist mega, mega cool hier drin. Alter, IT, IT, hörst du mich? Das ist schön, hier das Paket, wie zählt ihr das? Alter, oh mein Gott, ich werde gerade den Postboten übergeben, wenn der, was hast du dem... Ey, IT, IT, was hast du dem Postboten gesagt? Lassen Sie das Paket nicht fallen! Ey, au! IT, was hast du dem Postboten gesagt, was, wo du das Paket bringst oder was da drin ist? Ja, ich habe gesagt, da drin ist ein Legostein. Alter, ich bin ein Legostein, oh mein Gott, Alter, hoffentlich lassen die mein Paket nicht fallen, aber ich merke gerade, Leute, ich werde gerade auf einen LKW verladen oder so. Ja, ich glaube, ihr habt noch nie so ein großes Paket gesehen. Warte, ich guck mal kurz raus. Alter, die haben mich gerade wieder abgestellt. Okay, die Fahrt beim LKW ist vorbei, Leute. Ich spickel jetzt einfach mal hier ganz kurz raus, wo ich gelandet bin. Alter, die bringen mich ja zum Seehafen. Oh mein Gott, wo fahren die mich denn hin? Ja, warte, ich muss ja wieder zumachen, die Klappe, bevor die mich entdecken. Ja, jetzt, ich höre dich ganz klar und deutlich. Ja. Die haben mich irgendwo in den Hafen gebracht, glaube ich. Hä, hey, Alti, ich dachte, deine Oma wohnt in nur so ein paar Kilometer entfernt mit dem Zug. Ich dachte nicht, dass man da mit einem Schiff fahren muss. Ja, doch. Hä, hey, meine Klappe klemmt, Alti, ich will ja wieder raus. Die Klappe geht nicht. Alti, die Klappe klemmt. Warte, 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 warte. Alter, jetzt geht's endlich auf. Oh mein Gott, Alti, ich bin auf hoher See. Ich bin einfach auf einem Containerschiff gelandet. Alti! Wo bist du? Das liegt geradeaus, das Schiff. Ich komme hier nicht mehr runter. Ich muss schnell die Klappe zumachen, bevor die mich hier entdecken, Alter. Ich bin einfach mitten hier auf einem Containerschiff gelandet. Wie? Ja, ich bin einfach auf einem Minecraft-Schiff gelandet jetzt dann. Die haben mich verladen, Alter. Ja, das geht doch nicht. Was für eine Adresse hast du bitte schon angegeben, Alti? Ja, von meiner Oma. Der meinte gerade, dass sie nach Duschdikistan oder so fahren. Wo wohnt denn deine Oma? Ja, nee. Die wohnt doch wieder auf mein Hausen. Alter, hast du eine falsche Adresse angegeben oder so? Hey, wieso? Oder der eine, ich habe gerade eine Stimme gehört, die meint, die wollen zum Nordpol fahren, Alti. Zum Weihnachtsmann. Wie zum Weihnachtsmann? Den gibt's doch gar nicht. Ja, ich habe keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass das Ding geht. Aber ich will ja endlich rauskommen, weil ich bin die ganze Zeit hier in dieser Box eingesperrt. Langsam wird's ja mega eng und mega nervig, Alter. Ich habe kein PC zum Zocken, aber... Warte mal, warte mal. Okay, die haben mich gerade abgeladen, Alti. Ich höre da was. Warte. Es ist komplett ruhig. Ich gehe jetzt mal lieber raus. Ich schau mal raus, wo ich bin. Warte. Alti, ich bin jetzt irgendwo angekommen. Warte, ich sehe bis jetzt nur das Sonnenlicht reinstrahlen. Wo bist du? Ja, Alti, der Funk ist mega schlecht. Wie weit bin ich denn von zu Hause weg? Ja, Alti! Der Plan war doch bombensicher! Alti, was hast du für eine Adresse angegeben? Warte, ich baue mich kurz hier mal raus. Alter Schwede, wo bin denn ich gelandet? Hä? Warum ist da ein Weihnachtsbaum? Hä, es ist doch noch gar nicht Weihnachten. Und Alter, Alti. Alti, kannst du mich hören? Alti. Alti, du hast mich auf die Weihnachtsinsel geschickt oder so. Ja, gar nicht. Alter, Alti, jetzt muss ich wieder nach Hause schwimmen. Ich habe keinen Cent mehr in der Tasche. Als ob. Aber Leute... Bevor ich irgendwie zurückschwimme oder so, weil ich bin der Nancy, ich krieg das schon irgendwie gebacken. Ich decke mich erstmal pennen eine Runde und würde mal sagen, gute Nacht. Also Leute, Ed ist raus. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Schaut bei vorbei, aktiviert die Glocke. Bis dann und tschüss.